Willkommen auf dem Kanal Die 2 auf YouTube mit mir, dem Kracher, und einem Rennen auf der Nordschleife im Toyota GR86. Das Rennen dauert 4 Stunden. Wir sind hier gerade in der Startphase. Wir starten auf Platz Nummer 6. Wie ihr seht, schönes Wetter draußen. Wir haben uns darauf gefreut. 4 Stunden Nordschleife, was gibt es Besseres? Gleich geht der Start los. Wir gucken mal, was dabei rumkommt. Ihr kennt ja die Regeln, ne? Wir wollen auch keinen gefährden. Wir wollen die erste Kurve überleben. Das sollte hier nicht das große Problem sein, weil was soll da schon passieren, ne? Also, so schnell sind die Autos nicht, da kann man rechtzeitig bremsen und da passt dann auch nichts. Also, da mache ich mir keine Gedanken. Oh, ja, der Hintermann hat gedacht, nö, ich bremse mal nicht. Ich zeige es auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Damit war das Rennen ja schon so gut wie für mich schon wieder super gestartet. Man hat sich richtig gefreut auf das Rennen. Wir sind nicht mal in die erste Kurve gekommen, das ist auch mal wieder was ganz Neues. Wir haben noch nicht mal die erste Kurve. Ihr seht ja, er ist hinter mir, ist ziemlich weit weg. Ja. Und dann bremst er einfach nicht und fährt mir in den Karre. Macht man so in der ersten Kurve. Volles Risiko. Der Leidtragende bin ich dann im Endeffekt. Ich zeige euch noch so die ein oder andere Perspektive von dem Unfall, wie es dann so aussieht. Er kommt hier an mit unglaublicher Geschwindigkeit. Fährt mir einfach hinten voll drauf. Mein Auto ist komplett kaputt. Hinten, also ich kann da gar nichts machen. Ihr seht das nochmal, wie schnell er wirklich von da hinten angeschossen kommt. Also. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Also, keine Ahnung. Ne? Also, ja. Ich zeige es euch hier auch nochmal, damit ihr seht, wie chancenlos ich da war. Ja. Er zerreißt mir komplett hinten das Auto. Ne? Also, mussten wir in die Box. Der Boxenstopp dauerte dann insgesamt. Ich blende es gleich ein, ich sag's euch gleich. 31 Minuten für Reparatur und Abschleppen. Man wird ja dann abgeschleppt. Die Zeit wird da oben drauf geschlagen. Ja, es ist halt so. So, dann gehen wir weiter. Wir starten dann rein in 1 Stunde 42 Minuten. Wir sind ein paar Runden gefahren. Wir waren da immer noch ziemlich gut im Rennen. Die Partierung passte. Wir waren Vierter oder so. Ihr lasst mal schön den BMW vorbei. Wir ziehen nach links. Wir sehen, hinter uns kommt einer. Und der wird doch nicht. Doch, er fährt uns mir hinten voll in die Karre. Er fährt voll übers Gras. Es zerreißt mir hinten das Rad. Und damit waren wir schon wieder kaputt. Der zweite Unfall, ne, von 4 Stunden. Und ich zeige es euch mal aus einer anderen Perspektive. Damit ihr seht, ich hatte gar keine Chance. Ich bin erst da rechts, links geblieben. Ganz links, da kann er nicht überholen, da ist gar kein Platz. Ja. Aber er denkt sich, ja, scheiß aus. Ich fahre da links übers Gras und was da vor mir ist, ist mir scheißegal. Das bedeutet, wir hatten gleich wieder Besuch in der Box. Ich zeige es euch jetzt noch mal aus einer anderen Perspektive, damit ihr seht, da war genug Platz, dass er mich auf der anderen Seite überholen hätte. Locker, easy. Ich weiß nicht, wo man da rüberzieht. Ja, damit hat er mich dann erstmal wieder in eine Box geschickt, weil damit war er nun absolut nicht weiterfahren. Das ging gar nicht. Zweiter Unfall. Wir stehen mal wieder 6 Minuten mit Fast Repair. Den haben wir jetzt mal benutzt. Und dann gehen es weiter in die Minute, in die 2 Stunden, 4 Minuten. Jetzt ist das erste Mal, dass ich einen Fehler mache und leider einen mitreiße. Ich drehe mich hier raus. Und dann, ja, er hat keine Chance, da kann ich ausweichen. Ich habe mich sofort bei ihm entschuldigt. Habe gesagt, ey, das war mein dummer Fehler, tut mir leid. Ich zeige es euch mal aus der anderen Perspektive. Ja, ist doof, ist richtig ärgerlich für ihn, aber es passiert halt, man entschuldigt sich und hofft, dass er nicht ganz so sauer ist. War dämlich von mir gemacht, aber ja, ich treffe ihn auch sehr unglücklich. Er wird nicht weitergefahren sein kann und, ja gut, passt. So, dann geht's weiter in die 3 Stunden, 3 Minuten, ne? Also das Rennen lief dann nur noch eine Stunde. Ich bin ein paar Runden gefahren, also es ist nicht nur Unfälle, ihr könnt es an der Zeitangabe sehen. Wir waren dann immer noch 5. oder 6. Da war er nicht, auch nicht so, also es lief so einigermaßen bis zu diesem Zeitpunkt hier. Er fährt mir einfach hinten in die Karre. Macht man so. Er fährt mir einfach hinten in die Karre und ich weiß nicht, was soll ich da so großartig zu sagen. Aber zum Glück, der Schaden war nicht so schlimm. Also es war kein Reifengut. Meistens hat man den Reifenschaden, dann muss man das komplett reparieren und sich abschleppen lassen. Und hier zeige ich euch mal, was denn bei dem Unfall zum Beispiel der Support geschrieben hat. Ne? Nachdem wir uns die Wiederholung angeschaut haben, verstehen wir ihre Enttäuschung, gehen aber nicht davon aus, dass einer der beiden Fahrer den Unfall vorsätzlich oder böswillig verursacht hat. Ja, dämlich war er nur, das ist halt das, was es zählt. Das war aber eigentlich bei allen Unfällen so, das kriegst du als Standardantwort. Also, reporten ist, ja, ist für die Katz. Lassen wir dann nichts, dann bringt nichts. Diese Antwort habe ich 4 oder 5 Mal bekommen mittlerweile. So, dann fahren wir weiter, weil der Wagen lief ja noch, ne? Wir ließen uns immer schön überholen, man muss immer nach hinten gucken, damit man auch keinen gefährdet und also immer schön aufpassen. Damit man da nicht irgendjemanden, weil die GT3 sind auch echt schnell unterwegs, ne, dann, man bleibt immer schön auf der Ideallinie, sollen die halt einen Weg suchen, wo sie überholen.
Und wie ihr seht, der Toyota ist auch nicht so schnell unterwegs. Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit sind wir so mit 200 oder so. Ne? Aber es ging darum, ich wollte das Safety-Rating hochfahren und nicht mein i-Rating hochbringen, sondern nur das Safety-Rating hochbringen. Und da der Kurs ja über 70 Kurven hat, kann man ja immer locker sein Safety-Rating hochfahren, wenn man 4 Stunden dann fährt. Ich bin ja nicht 4 Stunden gefahren, weil ich habe ja mehr in der Box gestanden, als dass ich gefahren bin. Aber diesmal war der Unfall mindestens so, dass ich da keinen Schaden von tragen musste. Und dann sehen wir mal hier, es kommt die Rechtskurve. Und ich habe dann in den Rückspiegel geguckt, da war nichts. Bin dann weiter, ganz gemütlich weitergefahren. Und dann hier oben sah ich dann schon, es kam einer hinter mir, aber er war halt nicht genug dran. Er hätte mich nach dem Karussell eigentlich überholen lassen sollen. Also ich wollte ihn dann nach dem Karussell überholen lassen. Aber im Karussell ist halt unmöglich. Ne? Er fährt mir hinten aufs Auto, ich komme so ein bisschen raus, er trifft mich. Ja. Ihr kennt es, war keine Absicht. Ich zeige es euch mal von einer anderen Perspektive. Wer kommt da an? Ich bin schon im Karussell, also ich kann nicht mehr weg. Er hätte ja oben rüberfahren können, wenn er wollte. Nein, er fährt mir leicht hinten in die Karre. Ich schwinge so ein bisschen raus. Dann trifft er mich nochmal. Ich drehe mich und ja. Wir stehen mal wieder in der Box für 14 Minuten für Reparatur und Abschleppen. Das war's dann. Wir springen jetzt in die 35. Minute. Also das Rennen war fast zu Ende. Ja, rechts überholt mich nochmal einer. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber es war hinter mir nichts mehr, es war vor mir nichts mehr, es waren 35 Minuten nur noch zu fahren. Ich hatte jetzt 3, 4, 5 Unfälle, ich habe es gar nicht mehr gezählt, ich war stocksauer auf den ganzen Kack hier. Es war auch sehr frustrierend, es war warm und ich hatte mir extra diese 4, 5 Stunden Zeit genommen und ich wollte das Safety-Rating hochfahren und ja, habe dann gedacht, okay, also ich fahre es zu Ende, das mache ich immer, also ich würde jetzt nicht vorher aussteigen oder so, weil ich weiß gar nicht, wie das dann aussieht, ob du dann noch mehr Safety-Rating verlierst oder so. Aber ich war mir ziemlich sicher, hier konnte nichts mehr passieren, großartig jetzt. Also zumindest in dieser Runde, es war vor mir nichts mehr, der fuhr ja schon weit weg. Viel schneller, hinter mir war gar nichts mehr. Und ihr seht auch gleich, wenn ihr hier die Döttinger Höhe verlassen, da kommt ja nochmal diese Links-Rechts-Kombination und dann nochmal links rein in die Start und Ziel, da war gar nichts vor mir. Also da musste schon ein Reh auf die Fahrbahn laufen, ein UFO landen oder ein Zuschauer auf die Fahrbahn springen, ich weiß es nicht. Ich war mir ziemlich sicher, also jetzt, wir konnten diese Runde beenden, ohne dass uns hier vielleicht noch jemand reinfährt und nicht wieder in den Boxen, dass wir vielleicht stehen mussten. Und ich fuhr dann hier die Start- und Zielgerade runter und ich war ja immer noch gar nicht so weit entfernt. Ich war auf Platz Nummer 4, das war immer noch top mit 46. Oben reitet jetzt so, jetzt kommt die Rechtskurve 90 Grad da. Und ich fuhr hier rum und ja. Den kennen wir doch, den Porsche-Fahrer. Ja, das ist genau der gleiche, der uns da vorhin schon mal weggerammt hat. Und ich zeige es euch jetzt hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Er kommt da aus der Boxengasse, er hat auch sein Auto repariert, er hat ja gerade einen Unfall mit uns gehabt, ja, und er denkt sich, ja, mach ich mal, was ich will, ich fahre noch meine Karre. Ja, vielleicht steht hinten auch drauf Rammig. Ich zeig's euch nochmal aus seiner Perspektive. Er macht hier Vollgas, keine Ahnung, er hat sein Auto überhaupt nicht im Griff. Ja, und da trifft er mich halt. Ja, ich wisst ja, das war eben keine Absicht. Wir standen da nochmal in der Box, nochmal 14 Minuten für Reparatur und Abschlepp. Die hatten eigentlich Glück, weil das war ja vorne der Boxengasse. Ja, und da war dann dieses 4-Stunden-Rennen. Ihr seht, die Zeit ist um. Wir fahren jetzt praktisch nur noch die letzte Runde, um dann Start und Ziel zu kommen. Was soll ich großartig sagen? Ich kann euch gar nichts dazu sagen. Es ist sehr frustrierend, weil im Endeffekt, ich denke mal, wenn man alle Zeiten zusammenrechnet, müsste ich von den 4 Stunden so fast 1 Stunde bis 1,5 Stunden nur in der Boxengasse gestanden haben. Also effektive Fahrzeit 2,5 Stunden. Ja, ich weiß nicht, also das macht so nicht so richtig Sinn. Ne? Also ich bin es alleine gefahren, das ist auch ziemlich anstrengend, weil man kann ja, wenn man dann 30 Minuten in der Box steht, nicht viel machen. Ne? Man steht dann auf, geht eine dampfen oder so, geht noch mal in den Garten, ein bisschen frische Luft schnappen, aber so richtig viel machen kann man da ja nicht. Ne? Aber um das Ganze mal so ein bisschen positiv abzuschließen, muss ich sagen, mein Ziel war ja, ich wollte das Safety-Rating nach oben fahren. Und ich bin ja insgesamt 20 Runden gefahren. Ja, und was soll ich so sagen? Dieser kleine Ziel ist mir gelungen. Ich bin nämlich promotet worden in Es hat also gereicht, also das Safety-Rating hat komplett ausgereicht. Und das war ja das ist das Positive an diesem Rennen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Wie gesagt, ich wünsche euch ein besonderes Schönes. Bleibt gesund. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und ich bin jetzt raus mit auf Wiederschauen und reingehauen. Macht's gut. Ich lasse das hier noch durchlaufen bis zum Start und Ziel und dann wer es sich angucken will, solltest du tun. Und sonst, wie gesagt, ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao.